Mein Cutter hatte übrigens noch von Monte seinem Stream eine Zeit geschickt, wo er über mich gebabbelt hat, der Lümmel. Dann hören wir mal rein, was er erzählt hat. Bin gespannt. Mein Cutter meinte, das waren korrekte Worte. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht lobt er mich, dass ich durchziehe oder so. Vielleicht gesteht er on stream seine bedingungslose Liebe. Wer weiß. Ich weiß nicht, was ich alles richtig gemacht habe und ich weiß nicht, was ich alles falsch gemacht habe. Ich mache mir da drüber keine Gedanken. So, wisst ihr? Ich bin einfach, wie ich bin, Digga. Und wenn es heißt, dass ich euch erzähle, dass ich mal in einem Abend 10.000 im Casino gelassen habe, andere Leute würden da vielleicht für Hate bekommen oder andere Leute, dann würden die Community sagen, abgehoben geworden. Aber ihr kennt mich und ihr wisst, der ehrliche Boss. Das Geld ist für mich Papier, das kommt und das geht und ich lebe nur einmal. Und nicht viele hätten so machen können wie ich auf ihren Kanälen mit ihren Community. Ich bin gesegnet mit meiner Community. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe mich nie verbogen, Digga. Ich habe nie bei jemandem geblasen. Ich habe nie bei irgendjemandem den Schwanz im Mund genommen, um eine krassere Community zu bekommen. Klar gab es auch Glieder in der Kette. Monte hat schon immer krass durchgezogen, Digga. Eigentlich wollten immer die Leute mehr chillen mit Monte, als er mit anderen Leuten chillen. Und ihr wisst ja auch, dass er sich immer sehr schwer getan hat, neue Leute so zu finden mit der Crew, für die Crew, mit denen er halt wirklich regelmäßig zockt. Da hat er hier und da mal mit ein paar Leuten Pummelparty und so gespielt. Aber wer ist so wirklich in diesem inneren Kreis bei Monte und seiner Crew und auch bei mir? Das halt, ja. Wenn man nicht mit jedem cool sein will, dann chillt man auch nicht mit so vielen Leuten automatisch, ne? Die mir geholfen haben, zu dem zu werden, der ich jetzt bin. Ich denke, der einzige. Oh, ich will. Na doch, ich lehne mich so weit aus dem Fenster. Ich glaube, bei dem einzigen, bei dem ich mich bedanken muss, ist Elotrix. Ich habe nie bei Elotrix geblasen. Wir haben uns einfach zu einer Zeit angefreundet, wo ich ein kleiner Pupsi war und Carsten mich gemocht hat, wie ich bin. Und Carsten mit mir für meinen Kanal und für seinen Kanal Videos aufgenommen hat. Und dadurch habe ich natürlich neue Zuschauer bekommen. Aber das war kein Geblase bei Carsten. Das war einfach eine Freundschaft, die bis heute besteht. Absolut. Wir haben damals fast jeden Tag auf Teamspeak gechillt und über alles Mögliche geredet. Viel immer über versaute Sachen, Digga, und Sachen, die man uns zu ihm gar nicht hätte erzählen können. Ich habe Monte einfach geliebt, so wie ich ihn auch heute noch lieb. Und ich wollte einfach, dass bei meinem Bro besser läuft. Und wenn ich sowieso mit ihm Videos mache, ja, Digga, dann kann man ihn ja auch verlinken. Macht man ja sowieso unter Kollegen. Aber ich meine, er war YouTuber, ich war YouTuber, er war Streamer, ich war Streamer. Also macht man zusammen Content, ganz klar. Ja. Das greift dann so ineinander. Real ist no home. Und keine gefakte. Bruder, du bist der Beste für mich. Aber hinter deinem Rücken laber ich Scheiße über dich. Das ist eine reale Freundschaft. Und ansonsten, Digga, habe ich mir über kontinuierliche Streams, über kontinuierliche Videos, über regelmäßigen Content eine Community aufgebaut, vor der ich meinen Hut ziehe, die ich mir aber selber aufgebaut habe über all die Jahre. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu vielen anderen Leuten. Ihr seid bei mir im Stream am Start. Ihr seid auf meinen Videos am Start. Ihr seid bei Instagram, bei meinen Stories am Start. Nicht, weil irgendjemand zu euch gesagt hat, ey, schaut mal bei meinem Kollegen vorbei, abonniert den mal alle. Sondern ihr seid vorbeigekommen, weil ihr Bock hattet auf mich. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu vielen Communities von anderen Leuten, Digga. Die sind nämlich darüber gegangen, weil irgendjemand gesagt hat, Digga, abonniert den, folgt dem, supportet ihn, bla bla bla. Ihr seid aber alle zu mir gekommen, weil ihr mich als Person mochtet. Und das ist der große Unterschied, warum meine Community die Nummer 1 Community in Deutschland für mich ist und viele andere Communities einfach irgendwann verschwinden, Digga. Da hat er schon recht und ich denke, bei mir ist es ähnlich, Chat, ne? Weil ich halt auch von nie jemandem gepusht wurde, sondern, ja, die Community immer Bock hatte auf den Rotlux und der leider in letzter Zeit zwar mega aktiv war, aber davor nicht aktiv genug, das weiß ich ja, Chat. Und das habe ich ja jetzt aufgeholt langsam, bin dabei.
Ja, ich habe die Zeit miterlebt, Chat, wo Monte durchgezogen hat, wo er zwei Videos die Woche, ich weiß nicht mehr, wann waren seine Tage? Ich glaube, mittwochs und samstags waren seine Upload-Tage. Er hat jede Woche zwei Videos gebracht. Zwei Videos die Woche. Und manchmal hat er mich am Tag davor, am Abend noch gefragt, hey Bro, hast Bock auf ein Dual-Commentary, irgendwas aufnehmen, ich habe noch keine Idee für morgen. Und da war ich einmal, da hätte ich ihn voll gerne einfach, da wollte ich ihn nicht hängen lassen, sondern wollte unbedingt mit ihm was aufnehmen, aber war mit Kollegen unterwegs, war dann noch bei Freunden am Abend, hab gesagt so, ja Digga, wenn ich später noch nach Hause komme, dann nehmen wir noch zusammen was auf und so, dass, damit du was für morgen hast. Aber dann ist die Party viel länger gewesen und dann bin ich spontan da geblieben, hab da übernachtet, dann musste ich ihn dann doch absagen, was mir voll leid tat, aber Digga, bin dann auch da nicht mehr weggekommen, ne, weil alle zu Hacke waren quasi zu fahren. Und dann hat er sich trotzdem wieder für den nächsten Tag, obwohl er glaube ich sogar eine kleine Erkältung hatte und es ihm gar nicht so gut ging, hat er sich trotzdem wieder eine Videoidee wirklich aus den Fingern gesaugt, weil er einfach für seine aktiven Lümmel, wie er immer selber sagt, einfach ein Video bringen wollte. Und das hat mich damals schon fasziniert, ne? Ich habe halt schon immer Videos gemacht, wie ich Bock hatte. Wenn ich Bock hatte auf ein Video, dann habe ich ein Video gebracht und es war dann auch damals und auch heute immer mit voller Leidenschaft, aber bei Monte hat es irgendwie besser funktioniert, dass er das kontinuierlich hinbekommen hat und das hat auch seine Community zu schätzen gewusst, lieben gelernt und ja, liebt Monte bis heute. Und auch, naja, ich glaube in den letzten 6 Jahren gab es vielleicht 10 Tage, wo Monte nicht live gegangen ist auf Twitch, das musste sich mal reinziehen, ne? Retalk Chat, ich kenne Monte schon so lange, ich glaube es gibt 10 Tage, wo er mal nicht gestreamt hat. Seine Tage sind Dienstag, Freitag, Sonntag, Digga. Und ich glaube, in den 6 Jahren gab es wirklich 10 Tage, wo er mal nicht an den Tagen live war. Und ansonsten können die Ehrenbrüdern und Schwestern sich drauf verlassen, Monte ist am Abend live. So wie auch bei mir das jetzt absolut mir wichtig ist, wenn ich am Montag im Stream sage, hey, wir streamen Mittwoch wieder, wir streamen Donnerstag wieder, Digga, dann bin ich auch live. Klar, vielleicht ein bisschen später, heute sind wir ein bisschen später wieder live gegangen, aber Digga, ich komme live, weil einfach... Man muss auch zu seinem Wort stehen und durchziehen und es wird auch belohnt und ich werde auch in den letzten, ja eigentlich seitdem ich back gekommen bin auf Twitch, aber auch in den letzten Wochen, Monaten werde ich mit Liebe von euch überschüttet und man möchte es dann auch zurückgeben, das ist so ein Geben und Nehmen. Deshalb, Kuss geht raus an euch, Chat. Ja, dass er halt immer krass durchgezogen hat, ne? Und die Community ist das Lieben, wenn man halt auch regelmäßig durchzieht und halt auch zu seinen Ankündigungen so steht, ne? Und deshalb ist mir das auch so wichtig. Ich bin auch mit so einem neuen Mindset weggekommen. Ihr wisst ja, Chat, nach meiner Trennung, nach meiner langen Beziehung, bin ich mit einem neuen Mindset auf Twitch weggekommen. Ich hatte meine Trennung, habe 2 Wochen nach der Trennung Sport angefangen, habe dann erstmal 2-3 Monate Sport recht gut durchgezogen, hatte nach einer Wohnung gesucht, ne, machen wir mal die große Cammy an, hatte dann nach einer Wohnung gesucht und keine gefunden. Und für mich war das dann so ein bisschen so eine Blockade, so ein Abfuck-Moment im Kopf. So, ah, jetzt wieder von zu Hause streamen. Dann gibt's wieder Ärger mit den Eltern wegen Lautstärke. Weil meine Mom halt abends um 10 immer so in Richtung ins Bett. Oder dann sollte man halt leise sein. Das war immer schwierig im Stream. Dann dachte ich, ah, Digga, schwierig. Ich will erst wieder anfangen richtig mit Twitch, wenn ich eine eigene Wohnung hab. Aber dann hatte ich so Bock, wieder back zu kommen. Ich hab das richtig so gemerkt, so. Alter, ich will zurückkommen und ich will zurückbleiben. Ich habe das richtig in mir gespürt. Das ist schwierig zu beschreiben, Chat. Aber ich habe so gemerkt, so, Alter, ich bin ready, back zu kommen und back zu bleiben. Der Panzer-Spam, fühle ich, Chat. So, und dann habe ich sogar wieder in dem Kinderzimmer im Haus meiner Eltern angefangen zu streamen. Und ja, da mussten wir halt abends um 10 leiser sein. Und ab und zu kam auch nochmal der Panzer rein und hat gesagt, jetzt ist aber Ruhe hier, Carsten, spinnst du? Na? Aber das hat mich nicht mehr so getriggert, wie davor, weil ich wollte einfach durchziehen, Digga. Ich wollte durchziehen für euch. Ich wollte am Start bleiben und ich bin am Start geblieben. Und jetzt sind wir schon über, wir hatten diese Woche Montag unser einjähriges Twitch-Comeback. Und ich glaube, also ich weiß es, in diesem einem Jahr habe ich auch an 2 Wochen nicht gestreamt. Und die eine Woche war ich so mäßig im Urlaub und die andere Woche war ich auch mit Freunden unterwegs. Da war ich lost wegen Schlafrhythmus vom 24er, aber
Ich habe trotzdem an dem Samstag gestreamt. Also könnte man sogar sagen, okay, es war nicht eine ganze Woche, wo der Stream ausgefallen ist, ne? Klar, Montag, Mittwoch, Donnerstag ist der Stream ausgefallen, aber er war am Samstag dafür am Start. Also könnte man sagen, wenn man möchte, in dem ganzen Jahr wirklich nur eine Woche war ich auch weg. Und es fühlt sich gut an, Chat. Es fühlt sich gut an, das jetzt so im Nachhinein zu sagen. Und es ist einfach wichtig, euch das so mitzugeben, dass ihr wisst, Alter, es hat Klick gemacht. Zu spät vielleicht, aber durch meine Persönlichkeit und eure Liebe zu mir nicht zu spät. Weil andere, das meinte auch Monte gerade, ne? Andere hätten es sich wahrscheinlich nicht erlauben können. Hier und da mal ein Video, mal ein Stream, wenn ich Bock hab. Bruder, da wären die ganz schnell verschwunden. Gerade wenn Leute gepusht werden von anderen Leuten, sagen, hier, abonnier meinen Kumpel, und dann chillen die aber gar nicht mehr zusammen, dann haben den voll viele Zuschauer von dem anderen abonniert und wollen aber eigentlich nur die Person sehen, die sie feiern, aber der chillt gar nicht mehr mit der anderen Person. Dann hat man tote Subs, tote Abonnenten, tote Followers. Das ist halt dann immer nicht so cool. Und das meinte Monte auch in seinem Livestream-Ausschnitt, dass so manchmal Creator ganz schön hochgepusht werden und dass dann nicht so Community sind, nicht so starke Community sind, die wirklich bleiben über Jahre, Chat. Über Jahre, das muss man sich mal reinziehen. Klar, ich war damals auf YouTube einer der allergrößten. Aber ihr wisst ja, YouTube fühle ich ja nicht mehr so krass. Deshalb bin ich absolut froh, dass ich hier Twitch durchgezogen habe, weil Twitch ist einfach das, was mich aktuell absolut leidenschaftlich ausfüllt und wo ich auch weiterhin durchziehen möchte, weil Twitch ist einfach mein Baby. Und ich glaube, ihr als Zuschauer liebt Twitch genauso wie ich, deshalb sonst würdet ihr nicht so viel Zeit auf der Plattform verbringen. So. Und ein Beispiel kann ich euch noch nennen, wo ich auch gemerkt habe, es hat Klick gemacht bei mir. Ich hatte hier und da mal einen losten Schlafrhythmus. Ihr kennt es ja vielleicht auch von euren Zocker-Sessions, wenn ihr mal längere Zeit Urlaub habt oder Ferien oder so. Na, da ist halt auch mal der Schlafrhythmus RIP. Kein Problem. Aber als Selbstständiger hat man das Problem, man muss ja nicht aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Deshalb könnte man rein theoretisch jeden Tag eine Stunde oder auch zwei Stunden länger wach bleiben. Und wenn man halt nicht irgendwas unternommen hat an dem Tag oder Sport gemacht hat oder halt, wie gesagt, diesen Weg zur Arbeit hat, dann ist man ja auch nicht wirklich müde, ne? Süße Getränke, wenig Frischluft, immer die Monitorbräune, dann ist man halt abends nicht ausgelastet, sagt man. Also bleibt man ein, zwei Stunden länger wach, weil man kann vorher nicht pennen, ist nicht müde. So, und das ist dann immer so ein kleiner Teufelskreis. Der Schlafrhythmus ist immer ganz schnell RIP. Aktuell ist es so bei mir, dass ich wirklich 3, 4 Uhr ins Bett gehe, manchmal auch 5 Uhr. Aber bei mir ist allerspätestens 12:30, wirklich wenn alle Stricke reißen, 13 Uhr Aufstehzeit. Meistens aber gegen 11, 11:30, 12 Uhr. Weil ich gemerkt habe, da komme ich einfach viel besser mit klar mit diesem Rhythmus und ich bin viel produktiver. Wenn ich, das ist ganz komisch bei mir, wenn ich um 10 Uhr aufstehe, dann ist es so, als wäre ich so eine Stunde lost im Kopf und dann bin ich voll da. So, aber wenn ich erst um 15 Uhr aufstehe, Digga, ich bin lost, Chat. Ich bin lost. Dann komme ich irgendwie 3 Stunden nicht auf mein Leben klar, so gefühlt. Und dann bin ich schon am Stream und hatte dann gar nicht so vom Tag freizeitmäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb habe ich meinen Rhythmus halt in die Richtung bewegt. Aber worauf ich hinaus will, am Anfang des Twitch-Comebacks hatte ich noch ein, zweimal die Phase, wo ich ein bisschen lost war, wo der Schlafrhythmus richtig RIP war. Und da bin ich manchmal, ja, Schlafrhythmus halt, ne? Ich kenn's. Da bin ich manchmal 16, 17 Uhr ins Bett gegangen, weil ich den ganzen Tag wach war und wieder versucht habe, durchzumachen auf Krampf, damit ich den Schlafrhythmus fixen kann. Bin 16, 17 Uhr ins Bett gegangen, aber das war einer meiner Stream-Tage und ich wollte streamen, Chat. Ich wollte live gehen, unbedingt. Und die Leute, die von Anfang an am Start sind, die wissen's. Manchmal bin ich dann 22 Uhr abends live gegangen. Nach 3-4 Stunden Schlaf und sowieso dieser Schlaf mitten am Tag, der ist gar nicht so gut wie der Schlaf nachts. Weil der Biorhythmus, dem gefällt das nicht. Ne? Die Menschen sollen in der Nacht schlafen. Die Natur will das so. Und wenn du mitten am Tag schläfst, der Schlaf ist nicht so erholsam. Da habe ich manchmal den Stream angemacht. Um 20 Uhr abends, um 9 Uhr abends, 22 Uhr abends, gab's alles. Richtig spät und ich hatte die Augenringe aus der Hölle. Ich sah aus, als hätte mich ein Auto überfahren. Ich war wirklich RIP. Aber ich habe mir 5 Wecker gestellt. 5 Wecker, die haben mich aus der Hölle rausgeklingelt. Ich war so im Arsch-Chat, aber ich sag's euch, wie es ist. Retalk, ich wollte einfach trotzdem streamen. Ich wollte trotzdem streamen. Scheiß auf 2-3 Stunden Schlaf.
Ich bin live gegangen, Digga. Dann habe ich zwar noch eine halbe Stunde gebraucht, aufzuwachen im Stream, aber Digga, ich wollte live kommen. Ich wollte einfach durchziehen für euch und ja, ich habe es gemacht. Und ich würde behaupten, nur abgehoben, aber es hat sich gelohnt. Und da, wo ich jetzt bin, habe ich meiner krassen Community zu verdanken und auch meiner Persönlichkeit, dass die Leute immer noch mich von damals kennen und krass feiern und jetzt halt gesehen haben, Alter, der zieht ja mal durch, der Rotlux. Korrekt. Und das nicht nur ein paar Monate, sondern 12 Monate, ein ganzes Jahr und kein Ende in Sicht. So, das wollte ich euch erzählen, Chat. Und das hat mir halt auch gezeigt, so, Bro, es hat sich auf jeden Fall was geändert. Und das hätte ich nicht geschafft, so krass durchzuziehen und jetzt hier zu sitzen nach einem Jahr und gerade mal in Anführungszeichen ein oder zwei Wochen Pause, hätte ich nicht geschafft ohne den Sport. Deshalb ist auch mein Tipp, Chat, wenn ihr euch ein bisschen schlapp fühlt, motivationslos, antriebslos, ihr gar nicht irgendwie hin wisst, wohin mit eurem Leben so aktuell und ihr einfach nur diesen Trott habt, immer zur Arbeit und dann wieder nach Hause. Jungs, wirklich mein Tipp, macht Sport. Macht Sport. Sport ist the wave, Sport ist the key.